Wie Sie ein 4K- bzw. UHD-Projekt anlegen, haben wir bereits in einem früheren Podcast gezeigt. In unserem Beispiel arbeiten wir mit UHD-Material in einem HD-Projekt. Wenn Sie ohnehin vorhaben, Ihr Video nur in HD zu verwerten, können Sie von Anfang an ein Projekt in 1920x1080 anlegen. Damit haben Sie mehr gestalterische Möglichkeiten als mit eigentlichem HD-Material. Edios passt das UHD-Material in der Timeline automatisch an die HD-Bildgröße an. Wenn Sie den Layouter öffnen, sehen Sie, dass das Bild auf 50% runterskaliert wurde. Wenn Sie tatsächliches 4K-Material mit 4096 Pixeln Breite haben, skaliert Edios auf 46,9%. Beachten Sie, dass bei 4K-Material aufgrund des Seitenverhältnisses in einem HD-Projekt schwarze Ränder oben und unten entstehen. Skalieren Sie daher im Layouter auf 50%. Jetzt können Sie den Bildbereich seitlich nach Ihren Wünschen anpassen. Wenn Sie die Skalierung auf 100% stellen, sehen Sie das Original-Pixel-Verhältnis. Nun können Sie den Bildausschnitt Ihres Clips individuell bestimmen. Damit können Sie mit Material aus nur einer Kamera Aufnahmen aus zwei und mehr Kameras simulieren. Sie können im Schnitt auch unterschiedliche Kameraeinstellungen generieren und so zum Beispiel aus einer Totalen eine Halbtotale machen. Auch Zoomfahrten sind möglich. Wenn Sie dabei mit Skalierungswerten von bis zu 100% arbeiten, büßen Sie keine Qualität ein. Für die besten Ergebnisse bei Vergrößerungen stellen Sie im Layouter oder allgemein in den Projekteinstellungen die Skalierungsmethode auf Lanzos 3. Ein weiterer Vorteil, wenn Sie 4K-Material in einem HD-Projekt verwenden, ist, dass Sie Videoclips sehr gut stabilisieren können. Denn deren Auflösung ist höher als die Auflösung des Projekts. So ergibt sich durch den notwendigen Zoom in das stabilisierende Material keine Verschlechterung.